Wasser. Überall nur Wasser. Dunkelheit. Nebel. Was ist das? Nein! So, Freunde, ja, und damit begrüße ich euch zum ersten von drei DLCs zu Little Nightmares. Ja, dieses hier trägt den wundervollen Namen Die Tiefen. Warte, das muss nochmal ein bisschen dramatischer betont werden. Die Tiefen. Und ja, diesmal sind wir als kleiner Junge unterwegs. Wir hatten gerade wohl wieder einen bösen Albtraum gehabt, also wie die gute Six auch am Anfang. Und ja, man sieht schon, wir befinden uns hier gerade in diesem Schlafzimmer, wo wir tatsächlich auch schon mal mit Six durchgelatscht sind, ne? Während wir von dem Langfinger-Gnom verfolgt wurden. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns erstmal hier ein wenig um. Warte mal, ich will hier nochmal ganz kurz... Ach schade, da komme ich jetzt nicht mehr rauf. Ich hätte sonst ganz gerne nochmal geguckt, ob man irgendwas mit der Puppe da machen kann. Ist das da... Ist das eine Porzellanpuppe? Ich kann es gerade nicht erkennen. Keine Ahnung. Feuerzeug haben wir nicht. Ich hoffe, wir kriegen nochmal irgendwas sowas in der Art. So, durch die Tür kommen wir auch nicht durch. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was uns hier so erwarten wird. Und dem Geräuschen zu beurteilen, würde ich einfach mal sagen, nichts Gutes. Ah, diese versüfften Matratzen überall mit den Pissflecken drauf. Widerlich. So. Es ist der Langfinger-Gnom. Oh, da hat er einen erwischt. Das Ganze spielt übrigens auch parallel zu der Geschichte von Six. Also zur Hauptstory. Und da läuft er, da wandelt er. Und bringt das kleine Mädchen jetzt wohl auch zur Verarbeitung. Oder ihn. Man weiß es ja nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Oh, fuck. Ich ahne böse Dinge. Ich ahne sehr, sehr böse Dinge. Aber hier waren wir, glaube ich, auch mit Six sogar schon gewesen, ne? Ich glaube, ja, so ein paar Etagen hier drunter waren wir, glaube ich, mit Six gewesen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, was ist das hier? Hat hier auf jeden Fall jemand dieses Schiff hingemalt, womit die ganzen Gäste ja angekommen sind. Hier sind auch ein paar Bilder. Oh, ich würde mir die mega gerne angucken. Geht leider nicht. Eigentlich voll schade. Was haben wir da eigentlich am Fuß? Irgendwie so Ketten oder? Nee, keine Ketten. Das ist irgendwie so ein kleiner Faden irgendwie, womit man uns wahrscheinlich gefesselt hat. Denke ich einfach mal. So, wir hopsen hier mal runter und... Hier waren wir mit Six gewesen. Hier waren wir auf jeden Fall mit Six gewesen und... Hm, da ist schon eins von diesen schönen Nippeltwistern unterm Bett. Ach, krass, guck mal, das Bild ganz rechts. Unten rechts. Da ist ein Bild von Six. Ist ja auch krass. Aber wer hat das gemalt? Das würde mich auch mal interessieren. So, pass mal auf, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder... Nicht, dass der Wurm uns da jetzt bekommt. Ja, hier ist wieder dieses tolle Auge. Und da unten steht auch jemand. Ich frage mich auch, ob wir vielleicht auch Six hier vielleicht irgendwo begegnen. Also nicht direkt Auge zu Auge begegnen, aber vielleicht... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie wahrscheinlich hier irgendwo rumlaufen sehen werden. So, ich gehe mal davon aus, dass wir hier wahrscheinlich nicht durchkommen, wir nach unten müssen. Nein, hier kommen wir nicht durch. Gut, dann abwärts. Quasi dieselbe Geschichte, nur rückwärts. So, einmal hier runtergeklettert. Also wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, da sollen ja auch noch zwei weitere DLCs dann erscheinen. Das ist jetzt das erste von dreien. Ich habe mir natürlich auch schon direkt den Season Pass geholt. So, pass mal auf, wie machen wir das jetzt? Eigentlich müsste ich, wenn das Licht jetzt links ist, dann muss ich mal ganz kurz hier da hinten zu den Türen hinrennen. Vielleicht können wir ja zu dem Mädchen irgendwie hingehen, mit ihr irgendwie interagieren, ich weiß es nicht. Warte mal. Ach, tatsächlich, guck mal, die läuft sogar weg. Hat die Angst vor uns, oder? Komm, bleib hier, Alter. Ich brauche deine Hilfe. Oder wir können uns gegenseitig helfen, besser gesagt. Wo will die hin? So, hier erstmal durchquetschen. Oh, das Spielzimmer. Das kennen wir ja natürlich auch noch.
Mich stört's gerade echt ein bisschen, dass wir keine keine Taschenlampe oder Feuerzeug oder sowas haben. So düster hier, Alter. Voll creepy. So, wir gehen mal weiter. Hier natürlich wieder die Toiletten. Und Klopapier natürlich auch wieder mit am Start. So, einmal. Ja. Yeah. Ein bisschen aufräumen muss ja auch sein. Ah, sieh mal einer an. Daran erinnere ich mich noch. Ich weiß ja noch, wir sind da mit Six dieses Laken hochgeklettert. Stimmt. Also spielt das hier wohl... Ist da gerade irgendwas lang gehuscht? Habe ich mich jetzt geirrt oder ist da gerade rechts hier etwas lang gehuscht? Ich habe keine Ahnung. Also spielt das Ganze wohl knapp vor den Ereignissen von der Hauptstory. Auch interessant. So, pass mal auf. Einmal so, hoch hier. Einmal durchs Gitter durchgequetscht. Genau, das Laken. Wir klettern jetzt mal ganz vorsichtig da runter. Ja, das, wow. Das habe ich ja wieder super hinbekommen. Ich habe L2 gedrückt und nicht R2. Das war sehr intelligent von mir. voll Noob, ja, stirbst du mal so eine Scheiße. Ja, so, komm her, Kollege. Das war jetzt sehr peinlich. Das vergessen wir jetzt am besten mal ganz schnell. Ja, das habt ihr jetzt einfach nicht gesehen, okay? Das habt ihr jetzt einfach nicht gesehen. So, das Mädchen legt wieder die Tücher aus. Wir ziehen den Käfig hier hin und klettern natürlich nochmal hoch und... Klettern hoch, danke sehr. Und drücken dieses Mal natürlich auch die richtige Taste. So, einmal... Ja, guck mal, jetzt bekomme ich es auch mal hin. Wo will die hin? Das würde mich ja mal interessieren. Wo will sie hin? Ich will mal ganz kurz anmerken, dass das Tuch einfach in den Boden verschwindet. Das soll ich nur mal kurz gesagt haben. So. Jetzt einmal die Kisten hoch. Komme ich da hoch? Jo, da komme ich hoch. Und dann einmal hier durch. Hier sind wir mit Six aber nicht lang gegangen, ne? Ich glaube nicht. So, hier ist eine Luke. Können wir da irgendwie... Die können wir tatsächlich aufmachen, aber da passiert nicht sehr viel. Ich weiß nicht, was das jetzt genau bringen soll, dass wir... Kann man da irgendwas machen? Also wir können jetzt natürlich einfach hier runterspringen, aber mich würde echt mal interessieren, warum können wir das so aufmachen? Das wäre mal interessant zu wissen. Naja gut, pass mal auf. Wir hüpfen jetzt einfach mal hier rein. Alle hoppa, so. Hui, ja. Oh, Wasser, Wasser, Wasser. Ich fühle mich hier nicht sehr wohl. Ich gehe mal lieber kurz auf die Kiste rauf. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Bammel, dass uns hier irgendwas in die Tiefen ziehen wird. Ich schwimme jetzt einfach mal ganz schnell rüber. Bitte, 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 keine gänzlichen Monster. Ach, guck mal, hier können wir sogar stehen. Aha. Alles klar. Ah, wahrscheinlich jetzt die Kiste hier entziehen, ne? Den Koffer. Na, kriegt er den hier irgendwie... Ich kann den hier nicht... Muss ich den hier hinten? Alles klar, ich muss den hier hinten zu fassen bekommen. So. Es ist auch schon wieder dieses selbe Rätsel, ne? Was ist unser Ziel? Was ist hier genau unser Ziel? Wir haben einen Albtraum. Wir wachen auf und stolzieren einfach blind drauf los. Ich guck nochmal ganz kurz, ob hier hinten vielleicht irgendwas versteckt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch irgendwelche Sachen hier nicht freischalten, sammeln kann. Okay, hier hinten kann ich eh nichts sehen. Dann gehen wir mal hier hinten durch. So, einmal. Yes, sir. Ah, sieh mal einer an, eine Taschenlampe. Cool. Können wir jetzt... Das ist cool. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, die leuchtet mir ein bisschen zu viel. Ich fand... Oh, das ist mega creepy. Das ist mega creepy, Alter. Wenn du jetzt hier stockdunkel leuchtest, da hinten schärfer, da steht irgendwas. Alter.
Da war mir das Feuerzeug tatsächlich ein bisschen lieber gewesen. So, wir quetschen uns hier mal durch. Nee. Lauf, 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 lauf. Nee, 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 nee. Diese Mistviecher, ich hasse die. Ich hasse sie, die so dermaßen fett. Oh nein, 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 schon wieder. Nein, so eine Kacke. So ein Ranz, Alter. Nee, so, komm. Mach inne. Rüber da. Oh, fuck. Viel zu viele von den Dingern. Viel zu viele. Nein, 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 nein. Oh Gott. Kletter hoch da, kletter hoch da. Oh Gott. Ih, wie die, guck mal, wie die sich da unten krümmeln, Alter. Bäh, wie so ein Haufen Kaulquappen. So, Randa. Ich hab Angst. So, erstmal hier fetten Assassin's Creed Move hingelegt. Boah, Alter. Ich hasse diese Viecher echt. Ich finde, die waren bis jetzt echt am schlimmsten gewesen. Ich mag jetzt hier nicht. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier reinzuspringen. Oh, diese Stille, ne? Ist echt widerlich. Hier ist ein Pömpel. Kann ich den irgendwie benutzen für gewisse Dinge? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Kann ich hier raufgehen? Ich kann hier tatsächlich hochklettern. Okay. Aber ich glaube, das bringt uns nicht sehr viel. Ich denke mal, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier vom Schrank aus einen fetten Sprung hinlegen und dann zum nächsten rüber. Mache ich jetzt einfach mal. So. Pass auf, komm, 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 schwimm, 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 schwimm. Jetzt kommt bestimmt irgendwas. 100% kommt jetzt irgendwas. Ich sag's euch. Oder auch nicht. Ach so. Okay. Der Schein trügt. Das Problem ist einfach, Wasser. Wenn hier irgendwo Wasser ist und du musst hier durchschwimmen, da macht das Gehirn bei mir direkt klickt und sagt mir, ey, da könnte ein Monster sein. Da habe ich echt ein bisschen Respekt vor. So, hier wahrscheinlich wieder das Brett einmal. So. Machen wir die Taschenlampe an. Hier ist schon wieder Wasser. Das ist mir ein bisschen zu viel Wasser alles. Der Eimer steht mir gerade so verdächtig. Als ob wir damit irgendwas machen könnten. Ach du Scheiße. Können wir vielleicht... Ich will jetzt nur auf... Nur mal sicher gehen. Kann ich den irgendwie... Ah, ich kann ihn leider nicht mitnehmen. Schade. Ich dachte, vielleicht können wir den irgendwie als Boot benutzen. Das wäre extrem cool gewesen eigentlich. Okay. Ich finde das irgendwie mit der Taschenlampe cool. Nee. Geh weg. Oh Gott. Nein. Nein, was bist du? Geh weg, geh weg. Oh, Alter. Alter, wenn ich eins hasse, ne? Dann wirklich durchs Wasser zu schwimmen, wo du von Monstern verfolgt wirst. Das ist ja immer dieses Schlimme. Du weißt nicht, wie es aussieht. Du weißt nicht, wo es gerade genau ist. Und es könnte dich jeden Moment kriegen. Alter, Finne, ey. Also vom Gruselfaktor muss ich schon mal sagen, ist das DLC auf jeden Fall heftiger als... Was ist das denn? Als die Hauptstory. Kann ich hier irgendwie... Kann ich da hoch? Hallo, ich würde da ganz gerne... Oder ins Rohr rein oder muss ich hier runter? Ich muss hier wahrscheinlich runter, denke ich mal. Was ist das, ein Schwimmbecken? Das sieht aus wie so ein Schwimmbecken ein bisschen. Aha. Ihr seht das, was da im Rohr, was da gerade im Rohr ist, ne? Das, Igitt! Oh nein, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Wir kommen hier wahrscheinlich... Wir müssen die Viecher da jetzt wahrscheinlich rauslocken. Damit wir durchs Rohr klettern können. Wie ekelhaft die da drinnen sitzen. Ich dachte zuerst, was ist das da? Hat da jemand irgendwie ein altes Kaugummi reingestöpselt, oder... So, können wir hier irgendwie in der Pfütze was machen? Wahrscheinlich, warte mal. Mhm. Nee.
Ich will nur die Dose haben. Lecker. Jo, Kollegen, wollt ihr kommen? Wer will, wer hat noch nicht? Oh Gott, die sind aber ziemlich... Ha, ha, ah, der eine, der ist mir gerade ein bisschen... Oh, rein da, rein da, rein da. Oh Gott, oh, Alter. Alter, diese Mistviecher, ich finde die so widerlich. Die sind so ekelhaft. Wo geht's denn hier hin? Ich hab ein Dinges gehört. Ich hab ein Zäpfchen gehört. Zäpfchen. Das sieht mir ziemlich tief aus. Ich hab Schiss in der Büchse. So, nicht lange im Wasser aufhalten, direkt oben hochklettern. Ich glaube, das ist hier wirklich die erste Regel. Wasser meiden. Oder zumindest so schnell, wie es geht, wieder raus. Ist da gerade eine... Irgendwas huscht da hier die ganze Zeit lang. Hier auch gerade eben. Auf der linken Seite. Aber ich glaube, das war eine Ratte gewesen. Scheint irgendwie so eine Art Maschinenraum zu sein, ne? Ich will jetzt den Hebel noch nicht umlegen. Und warum auch immer hier ein Klo ist, ich habe keine Ahnung. Kann ich vielleicht hier irgendwie das Klopapier da so... Warte mal. Das will ich jetzt mal versuchen. Komm, das muss immer sein. So ein bisschen Rumspielerei. Na komm. Bisschen Basketball spielen mit Klopapier und Toiletten. Schade. Geht, glaube ich, nicht gut. Ich würde sagen, wir legen den Hebel um. Okay, geht nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Geht nicht. Nein, da oben ist noch ein Hebel. Hier, da. Also nicht da, jetzt hier vorm Taschenlampenpegel. Da, ihr seht den wahrscheinlich. Ach, guck mal. Ah. Boah. Gut, dass ich das gesehen habe, ey. So, nochmal, hier ist jetzt ein Screed. Ach so, sieh mal einer an. Und jetzt können wir sicherlich hier den Hebel auch betätigen. So, ja, Mann. Ist das so gut? Jetzt muss ich wahrscheinlich... Warte mal. Warte, und... Nein, oh, warte, 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 warte. So, so, nein, nein, nein. Ich verstehe, glaube ich, schon. Warte, ja, das war zu spät. Das war, ich glaube, ich weiß nämlich, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir den Wasserpegel perfekt hinbekommen, dass wir da rüber kommen. Oder kommen wir da schon hin? Geht das? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, wir müssen ihn nochmal ein bisschen erhöhen. Auch cool. Ist auch wieder was Neues. Finde ich gut. Also ich freue mich echt, dass es nicht wieder so dieselbe Scheiße quasi ist. Das machen wir immer sehr viele Spiele bei DLCs falsch. Dass dann einfach wieder derselbe Kack gemacht wird. Und pass mal auf. Und jetzt einmal so. Komm, wenn wir jetzt... Ja, Mann! Okay, pass mal auf. Ich glaube, das Wasser sackt jedes Mal bis auf diese Höhe ab. Ich werde das Wasser jetzt mal komplett füllen. Hallo? Kletter weiter. Danke sehr. Ich werde das Wasser jetzt mal komplett füllen. Also den Behälter hier. Dieses Becken. Dann springen wir rein. Wenn ich ihn jetzt so lasse, dann... Ach so, jetzt bleibt... Ah, so. Okay, ich dachte, ich muss da jetzt... Gut, ich hätte den Hebel einfach so lassen können. Das hätte also gereicht. Alles klar, wusste ich nicht. Was ist das da hinten? Irgendwie so eine Flaschenpost oder sowas schwimmt da. Hinter den Gitter. Ich glaube, das Spiel will, dass wir uns im Wasser sicher fühlen. Oder jedenfalls nicht so unsicher. Deswegen lassen die uns jetzt zuerst immer ganz oft hier durchschwimmen. Ja? Und erstmal nichts passieren lassen. Und dann irgendwann kommt da mal richtig so die Schelle. Wisst ihr? Kann ich hier irgendwie das Gitter... Achso, alles klar, hier kann ich durchklettern. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt dieser Moment gekommen ist.